Ja, willkommen zurück zur Pokémon X Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir uns den zweiten Orden errungen, aber einen herben Verlust einstecken müssen. Unser Bisasam Knosp wurde knallhart getötet von einem einzigen Bodycheck. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir starten euch weiter voran. Wir erkunden als erstes die Stadt Relivera und dann geht's über Route 10 zur nächsten und hoffentlich auch zum nächsten Orden. Ich hätte da einen Vorschlag. Was hättest du davon, einen Libiskus von dir gegen einen Stalos von mir zu tauschen? Wäre sehr nice, aber ich habe nicht das Pokémon, was du dir wünschst. Gar endlos schien die Nacht zu sein, die über Carlos wahrgekommen. Als junger Kehlen, jammersvoll schreien, bei Gevatter Todes Siegeszug vernommen. Den Opfer jenes grimmigen Krieges, Pokémon und Mensch zusammen, die auch so junges Leben ließen, mögen Tränen tiefer Trauer fließen, um sie zu ehren und uns zu mahnen. Ich gebe dir doch dafür kein Trinkgeld, beschwätz jemand anderen. Hey, was geht denn bei dir? Stehst du mal wieder auf? Pokémon derselben Art können durchaus unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und du kaufst ja fleißig ein. Jetzt bin ich bereit. Ich habe nämlich jede Menge Tränke am Start. Es ist Zeit, den Arenaleiter herauszufordern. Na warte, Lino, jetzt komm ich. Räch mich bitte, räche das gestorbene Bisasam Knosp. Das wäre ganz wichtig, das liegt mir sehr am Herzen. Aber jetzt schauen wir hier weiter rein. Wer wohnt denn hier ein? Meryl schon mal? Alles klar, und du? Hallöchen, na? Wie wär's mit einer Hosenmassage für den Spoink? Pokémon-Massagen gibt's hier, sehr interessant, aber brauchen wir jetzt natürlich nicht. Und bei dir? Eine Massage öffnet die Türen zu den Herzen der Pokémon. Da mögen sie ihn gleich viel mehr. Ja, kann durchaus sein, aber brauchen wir jetzt nicht. Wir haben das jetzt nicht nötig, eine Pokémon-Massage, ja? Wir wollen die Stadt erkunden und dann auf Route 10 den nächsten Encounter holen. Vielleicht wird es ja wieder was Cooles, so ähnlich cool wie Bisasam Knosp, aber ein Kanto-Starter wird es wohl kaum werden. Die globale Trade-Station, oder abgekürzt GTS, ermöglicht es dir, über das Internet mit Trainern auf der ganzen Welt Pokémon zu tauschen. Du bist eine Forscherin hier? Ein jeder gibt Pokémon bei der GTS ab. Viel Spaß denn beim Durchsuchen all der Pokémon, die andere Spieler darin zum Tausch anbieten. Ja, danke, dass du mir viel Spaß wünschst. Hey, hör dir das mal an. Solange du den Namen eines Pokémon kennst, kannst du in der GTS nach ihm suchen, indem du seinen Namen eingibst, selbst wenn du es noch nicht gesehen hast. Das ist natürlich cool. Ah, das ist ein sehr cooles Feature hier, die GTS. Aber was haben wir denn hier? Relivera City, wie gemacht für ausgelassene Spaziergänge. Ich liebe es, mit dem Fahrrad durch die Gegend zu düsen, aber ich finde es auch, ganz toll, auf dem Rücken eines Pokémon zu reiten. Ja, hier gibt es wahrscheinlich echt viel. Hier im Fahrradladen gehen wir jetzt als nächstes rein. Wir können hier inline skaten, auf Pokémon reiten und vielleicht auch noch Fahrrad fahren. Das werden wir jetzt herausfinden. Oh, willkommen. Immer schön hereinspaziert. Na, das nenne ich aber perfektes Timing. Du bist unser 10.000 und erster Kunde. Wärst du die Nummer 10.000 gewesen, hättest du ein Fahrrad geschenkt bekommen. Da du nur ganz knapp aber an diesem tollen Gewinn vorbeigeschrammt bist, bekommst du eine zweite Chance. Wenn du die folgende Quizfrage richtig beantwortest, erhältst du doch noch ein Fahrrad. Also hier kommt die Frage. Gibt es Fahrräder auch in verschiedenen Farben? Ja, zum Glück sieht man seine Fahrräder im Hintergrund. Aber sicher doch, Meister, ja? Richtig. Ich bin mir sicher, das Fahrrad wird bei dir in besten Händen sein. Du liebst Fahrräder, ja augenscheinlich. Welche Farbe darf es denn sein? Hättest du lieber ein gelbes oder ein grünes? Überlege es dir gut, du kannst es nämlich nicht umtauschen. Ich nehme ein gelbes. Ein gelbes Fahrrad, toll. Viel Spaß beim Rumdüsen in der Carlos-Region. Sehr schön, eine weitere Transport-Fortbewegungsmethode. Sehr nice. Fahrräder und Rollerskates haben beide etwas für sich, so viel steht fest. Glaubst du, man wird noch schneller, wenn man mit Rollerskates an den Füßen auf sein Fahrrad steigt? Probieren wir doch jetzt erstmal aus. Wir gehen mal in den Beutel rein und schauen mal, wo wir das Fahrrad haben. Sollte ja wohl hier auch in der Basis-Item-Tasche rumschwirren. Hier, auch das registrieren wir jetzt gleich mal. Und dann können wir es per Y-Knopf aufrufen. Hier haben wir es. Wie sieht's aus? Oh ja, gelbes Fahrrad, richtig schick. Ja, es geht gleich deutlich schneller voran. Sehr nice, ja, jawohl. Das macht richtig Spaß, wie das Fahrrad immer leicht nach vorne abhebt, wenn wir aufhören mit Fahren, ne? Als wenn wir nur die Vorderbremse ziehen würden. Ja, gut. Steig mal ab. Sehr schön. Sehr nice, auf jeden Fall. Wir schauen mal noch weiter, was es hier sonst noch so gibt. Hallo und willkommen. Wie wäre es mit einem erfrischenden Sprudel?
sollte man auf jeder längeren Reise dabei haben. Nein, ich will überhaupt nichts kaufen. Hörst du mir auf, Zeug zu verkaufen? Das ist hier wieder so eine Modeboutique. Alles klar, aber wir brauchen hier keine Kleidung. Welches Stil passt wohl besser zu mir? Weiblich elegant oder drei jugendlich flott? Ich weiß es nicht. Entscheidet man sich für farbenfrohe Kleidung, steigt auch gleich die Stimmung um einen herum. Guten Tag, kann ich dir helfen? Nein, danke. Ich komme zurecht. Manchmal reicht schon ein neuer Hut, um sein ganzes Erscheinungsbild zu ändern. Und bei dir? Die Sachen in der Auslage scheinen je nach Wochentag anders zu sein. Ja, das ist nice. Es wechselt täglich quasi. Aber wir brauchen keinerlei Kleidung. Wir sind doch bestens ausgestattet. Waren wir hier schon drin? Nein, wir waren hier noch nicht drin. Alles klar. Ja, es ist ein bisschen verwirrend manchmal. Manche Dinge können Pokémon besser, andere Aufgaben wiederum bewältigen Menschen besser. Wenn sie ihre Stärken kombinieren, können sie gemeinsam große Dinge erreichen. Und bei dir? Kann ich dich vielleicht für ein leichtes Ratespiel begeistern? Ja, okay. Gut, dann fangen wir an. Mit welcher dieser drei Bärensorten heilt man für gewöhnlich Verwirrung? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich weiß es nicht. Persim oder Pirsif? Nehmen wir die hier. Das ist leider falsch, du Dummerchen. Okay, haben wir Pech gehabt. Die Kalos-Region ist einfach riesengroß. Sie ist so riesig, dass es sogar drei Versionen des Pokédex braucht, um sie komplett abzudecken. Alles klar, drei Versionen. Es gibt dann also noch eine dritte. Wir haben den Zentral-Kalos-Pokédex und den Küsten-Pokédex, glaube ich, ja. So, in der Boutique waren wir jetzt drin. Dann schauen wir jetzt mal hier in das Häuschen noch herein. Ah, das war das Hotel, oder? Wer ist schon drin? Hotel Relivera. Okay, die sehen ja auch alle gleich aus hier, ne? Die Holologs wurden doch im Labor von diesem Floor Dales entwickelt, oder? Durchaus. Haben wir hier schon? Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne im Schlafsaal das mal ausprobieren. Vielleicht gefällt sie ja auch. Oh, Schlafrede bekommen. Nein, da waren wir hier noch nicht drin, wenn wir hier Items geschenkt bekommen. Die Hotels sehen aber auch alle wirklich fast 100% identisch aus. Also, mich macht ein Nickerchen schnell wieder fit. Gönne dein Pokémon ruhig auch genug Schlaf. TM. Oh, Erholung und Schlafrede. Das ist natürlich eine geile Kombo hier, die wir hier geschenkt bekommen. Sehr nice. Wenn Pokémon sich entwickeln, setzen sie eine neue Art von Energie frei. Professor Eibe aus der weit entfernten Sinnoh-Region hat auf diesem Gebiet viel erforscht. Eibe aus der weit entfernten Sinnoh-Region. Ja, da waren wir auch schon unterwegs in Sinnoh. Hallo und herzlich willkommen. Schau mal, magst du was haben? Das ist ein Geschenk, das ich von einem Gast bekommen habe. Einen Fatum-Knoten. Okay. So, was haben wir hier noch? Was geht bei dir? Schau mal, wie hervorragend ich mit Pokébällen umgehen kann. Okay. Hat er das jetzt gezeigt? Sieht man das von der Seite? Ja, herzlichen Glückwunsch, wie schön du damit umgehen kannst. Kennst du das? Du bist zwar total müde, kannst aber einfach nicht einschlafen. Das wird Abhilfe verschaffen. Ein Band des Schlafens? Okay, wofür ist denn das? Eine Mütze Schlaf vertreibt alle Sorgen. Wenn du nicht einschlafen kannst, betrachte einfach das Band des Schlafens und schon bist du im Reich der Träume. Nützt das was? Band des Schlafens. Ist das ein Kampf-Item oder? Wofür ist das da, das Band des Schlafens? Glaube ich bald nicht hier. Das ist irgendwie nutzbar. Nein, hier ist es nirgendwo zu sehen. Boah, keine Ahnung, wofür das Band des Schlafens sein soll. Als wenn wir hier schlafen müssten. Ah, hier, der Meister wieder. Hey, so sieht man sich wieder. Wie läuft's alles so aus? Du weißt ja, ich bin Mr. Miteinander und ich trage das Wort über die O-Kraft in die Welt hinaus. Ich frage dich besser mal, nur zur Sicherheit. Soll ich dir die O-Kraft erklären? Nein. Hey, alles klar, du weißt eben Bescheid, altes Haus. In diesem Sinne, empfange meine Kraft. Mehr miteinander. Und damit erlangen wir die Kaufkraft Level 1. Okay. Kaufkraft erhöht das nach einem Kampf erhaltene Preisgeld. Denk dran, ja, es gibt im PSS-Portal die O-Kraft. Nutze sie fleißig, Meister. Danke, danke. Ja, die kennen wir schon, die O-Kraft. Ja, aber weiß nicht, die würde doch sicherlich das Spiel einfacher machen, oder? Wenn man das nutzen würde, die O-Kraft. Ich stelle mir das, denke ich, so vor, ja.
Ja, gut, wir schauen uns das jetzt hier weiter an. Was ist das? Ein Coffee Shop? Ein Kampfcafé oder so? Das wäre auch nice. Gäste, die ihre Pokémon herzeigen wollen, lieben unser Kaffee. Wirst auch du uns beehren, aber bedenke bitte, dass der Preis je nach Sitzplatz variiert. Okay. Wo möchtest du denn sitzen? Theke 500, ja, Terrasse 5. Das Spiel ist an vielen Stellen eine kranke Abzocke. Selbstverständlich, dann führe ich dich jetzt zur Theke. Was bringt uns das? Die Spezialität unseres Cafés ist der Spezialsaft. Lass ihn dir schmecken. Nein, kein Trinkgeld. Kann ich mich jetzt frei bewegen? Hier. Dies ist ein Kaffee für Pokémon-Trainer mit Niveau, die sich hier einfinden, um mit ihren Liebsten zu posieren. Warum dieses Kaffee ein Tummelplatz für Leute aus Niveau mit Niveau ist, fragst du? Na, weil ich das natürlich so sage. Okay, wir kommen gar nicht zur Terrasse oder dergleichen. Du bist also ein Trainer auf Reisen. Sehr löblich, dann zeige ich dir etwas. Das wird dich begeistern. Ja, nice, nice. Ich weiß gar nicht, wie heißt denn das gleich nochmal hier? Ich hab's schon mal gesehen, aber den Namen gerade völlig vergessen. Immer wenn ich dieses Kecleon sehe, macht mein Herz einen Freudensprung. Kecleon! Ja, aber was soll ich denn hier machen? Ja klar, keine Ahnung, was ich bei dir machen kann. Kämpfen auf jeden Fall nicht. Sehr schade, aber wir ziehen jetzt weiter. So, mit dir reden wir noch. Was für Items soll ich meinen Pokémon geben? Soll ich eher die ihre Stärken weiter ausbauen oder versuchen, ihre Schwächen auszugleichen? Tu, was du für richtig hältst, ja? Okay, hier geht es auch entlang. Wir bleiben erstmal kurz noch in der City. Sollte ja möglich nicht mehr viel sein, ne? Ich werde so lange trainieren, bis ich die Spitze des Turms der Erkenntnis erreiche. Dazu muss ich aber natürlich zuerst Lino, den Arenaleiter dieser Stadt, besiegen. Hier ist auch noch ein bisschen Route. Hier ging es, glaube ich, auf die Route 10, oder? Route 10, der Menhirweg. Jawohl. Noch die restliche City hier anschauen. Was geht bei dir? Bei einem Fahrradrennen muss man mit seinen Teamkollegen an einem Strang ziehen, um etwas zu erreichen. In einem Team bestehend aus der Trainer und Pokémon läuft das wahrscheinlich genauso, oder? Hast du keine Ahnung was? Ah, hier geht's, kann man von oben runterfahren. Alles klar. Und hier ist ein Item. Ein Supertrank. Kann man da auch wieder rauffahren oder zeigen die Pfeile schon die richtige Richtung? Können Sie ja mal ausprobieren, ne? Okay, nein, das geht nicht. Alles klar. Aber haben wir jetzt alles? Nee, doch, hier waren wir drin. Genau, alles klar. Ja, doch, wir haben jetzt alle Häuser, so scheint es mir. Mit ihm reden wir mal noch. Es ist immer ein tolles Gefühl, über den Hololog immer die neuesten Informationen zu erhalten. Darüber habe ich noch so gut wie keine Informationen erhalten, Meister. Mit dem Fahrrad cruisen wir mal hier ein bisschen hoch. Wo kommen wir denn da hin, Alter? Achso, von der anderen Seite dann. Schön, hier, schöne Fahrradstrecke, ja. Oh, eine Höhle, wo geht's denn da rein? Die Geolink-Höhle, von der anderen Seite sind wir jetzt hier drin. Auch nice. Stärke. Haben wir schon, ja, Stärke. Lohnt sich das, die in einem Pokémon beizubringen? Wir können mal schauen. Ist auf jeden Fall hier eine TM, die wir hier ergattern können. Schauen wir mal hier, Stärke. Hat natürlich 80. Ja, das ist schon mal recht nice, ja. Erlernbar bei Balgoras. Erlernbar bei Schlapohr und Quajutsu. Zeig mal her, was Gravit so drauf hat für ein Moveset. Lehmschuss, Ruckzuckhieb. Ja, okay, der hat schon Zerschneider. Und Ruckzuckhieb würde ich lassen. Ein Prio ist schon nice, ne? Und sonst. Lass mich doch mal jetzt. Balgoras, weiß ich nicht, was der erlernt. Was der alles erlernen kann. Ein Drachenmove wird sicherlich auch dazukommen, ne? Und ein Gesteinmove. Aber sonst noch so, keine Ahnung. Geduld. Für Geduld können wir das auf jeden Fall mal reinnehmen. Ist auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt
denke ich, die deutlich bessere Alternative, Stärke reinzunehmen für Geduld. Und dann können wir das auch hier jetzt einsetzen. Wir können jetzt Stärke einsetzen und uns stehen jetzt alle Wege offen. Wenn wir jetzt hier in dieser Höhle alles verschieben können, könnten wir auch wieder zum Bärenfeld zurückgelangen. Relativ leicht sogar, ne? Okay. Es geht weiter. Ein wildes Pokémon, aber es ist kein Encounter. Das war auch sehr ärgerlich. Das Milza liegen gelassen, ja. Dafür haben wir da irgendein anderes Pokémon. Mediti, glaube ich, gab es da bei uns. Und das ist auch gleich direkt gestorben. Im selben Part oder im darauffolgenden wurde von Verfolgung gekillt. Ah, hier. Die ist echt nicht groß, die Höhle. Ich komme hier nicht raus. Das ist alles nur deine Schuld. Entschuldige. Aus mir sprach die Frustration. Hier als kleine Wiedergutmachung. TM. Frustration haben wir hier. Danke. Jo. Ist echt nicht groß, die Höhle ist mehr ein Durchgangsweg, wenn man Stärke hat. Jetzt nochmal ein Pokémon, dann würde ich mal schnell zu dem Feld schauen, wenn wir eher einmal hier sind. Ein Flumel hätten wir hier auch bekommen können, ja, aber das wäre jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei gewesen, ne? War, ist schon, wir können uns jetzt erstmal nicht beschweren. Wir haben noch genug Pokémon, die einsatzbereit sind, beziehungsweise die überhaupt noch leben. Ja, kannst du hier nicht rausfahren? Jetzt, wir waren wahrscheinlich nicht an der richtigen Stelle. Riviere Promenade. Achso, am Kampfschloss fahren wir hier vorbei. Ist ein kleines Stückchen Weg. Aber das ist, denke ich, ganz okay so, denn wir sind jetzt auch gleich schon da. Hier. Würde ich mich mal interessieren. Ein paar Tage nicht hier gewesen, was hier abgeht. Es sind auf jeden Fall Früchte dran, ne? Also Beeren dran. 4 Gauwebeeren. Und das, obwohl das jetzt mehrere Tage nicht gegossen wurde, ist auf jeden Fall recht nice, dass die nicht wieder verschwinden, ne? Das funktioniert also auch wunderbar. Prächtig, prächtig. Wir ernten jetzt erstmal hier. Schön die Beeren in die Tasche stecken. Und dann können wir, wir haben ja jetzt genügend... Nein, ich will jetzt hier noch nichts pflanzen. Wir haben ja dann genügend Auswahl hier an Beeren. Können wir ruhig die verschiedensten Sträucher nebeneinander pflanzen, um hier vielleicht ein paar Kreuzungen zu ergattern, ne? Beeren kreuzen, jawohl. So, jetzt beginnen wir mit dem Einpflanzen. Sinel, Pirsif, Gaube, Magu eine nur. Qualot 3, Persim 5, Persinel 19. Ja, okay, da waren wir schon. Eine Persimbeere gönnen wir hier auf jeden Fall mal. Daneben setzen wir dann hier oben von oben gleich mal noch eine Sinel. Haben wir eh genug von, die können wir hier locker reinballern. Und wenn die nicht sterben, ja, die Bärensträucher, dann können wir das getrost machen und dann erstmal weiterziehen, ne? Nur einmal gießen. Eine Gaube setzen wir hier auch noch daneben. Bin ich echt gespannt, was da rumkommen kann. Was da für Bären rauskommen. So, was haben wir hier noch? Die einzige Margo können wir auch noch mal. Ich denke, die kreuzen sich dann ja nicht alle, ne? Ich denke, eine Margo bekommen wir da definitiv wieder raus. Aus dem Sträuchlein. So, Pirsif setzen wir hier auch mal noch ran. Haben wir hier wirklich die verschiedensten Sachen am Start. Und jetzt hier auch noch. Was setzen wir da noch rein? Haben wir jetzt schon alle gemacht? Sinel, Pirsif, Gaube, Qualot, Persim. Haben wir hier noch eine Pirsif-Beere rein. Und dann soll es so sein. Jetzt bewässern wir natürlich nochmal alles wunderbar, damit es auch schön wächst hier. So, zack, wunderbar. Der Boden ist weich, fruchtbar. Da freut sich doch jeder. So, ich hoffe mal, wir können dann auch wieder zurück, dass die... Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass die Steine dann auch verschoben bleiben. Hoffen wir es. Sonst müssen wir wieder außen rum gehen. Das wäre überhaupt nicht nice. Aber gut, wir finden es gleich heraus, wenn wir wieder in die Höhle reingehen. Ich hoffe mal, die Steine bleiben so. War doch aber, glaube ich, auch in Schwarz und Weiß schon so, dass... durch die VM-Stärke verschobene Steine dann an der jeweiligen Stelle geblieben sind. Und da brauchten wir uns eigentlich keine Gedanken mehr machen, ja. So, dann wachst mal schön, ihr Bären. Ich komme bald wieder. Wunderbar. Sind wir hier fertig? Ich bin gespannt, was hier rauskommt. Dann können wir jetzt wieder aufs Fahrrad steigen. Fahren wir zurück. Und dann Route 10 steht auf dem Plan, Freunde, ja. Neuer Encounter, neues Pokémon-Abenteuer, vielleicht neue Pokémon-Trainer, die stark sind. Aber unsere Pokémon wenn möglich am Leben lassen. Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. So, rein geht es nochmal in die Geolink-Höhle.
kommt natürlich auch gleich wieder ein Pokémon. Und das ist hier. Oh, jetzt hätten wir mal einen Zubat. Immerhin einen Pokédex-Eintrag. Ja, aber Zubat bleibt uns nicht vergönnt hier. Ein X-Bad wäre auch nice gewesen. Vor allem ist das richtig schnell. Aber, jawohl, die Stärkesteine bleiben so. Schwein gehabt. Ja, nochmal ein Milzer. Also, das spawnt hier tatsächlich recht häufig, ja. Früher war in den älteren Pokémon-Spielen kam das immer so vor, als wenn die Drachen... Ach du... Ach. Oh! Ich habe jetzt nicht an das niedrige Level gedacht, Alter. Boah, zum Glück, Alter. Mit 2 KP überlebt. Also in früheren Spielen kam mir das immer tatsächlich so vor, als wenn die Drachen-Pokémon schwieriger zu bekommen wären und nicht schon. Rein theoretisch wären wir an Milzer nach dem ersten Orden bereits rangekommen. Das hat auch heftigsten Schaden gerade gemacht, ja. Was geht bei dir denn? Alter, ja Junge, komm austauschen hier. Sofort ruckzuck zurück, Schlappohr an die Stelle Nummer 1. Alter, krank. Wenn das jetzt gekillt hätte, das wäre wieder so richtig dumm gewesen. Na gut, jetzt... Hey, du bist ja auch noch da. Manchmal schwinge ich mich einfach auf mein Fahrrad, um ein wenig in Bewegung zu kommen. Ein bisschen Sport schadet einem Trainer bestimmt nicht, da bei einem Pokémon-Kampf ja die Pokémon die ganze Arbeit erledigen. Ach, verdammte Axt. Ja, wir müssen nochmal zu weit gefahren. Wir können doch ja auch eigentlich laufen dann, oder? Steig mal ab, das ist das sicherer, ha? Ja. So, wunderbar. X-Spezial. Das hat sich gelohnt, definitiv. Okay, ich weiß nicht. Habe ich überhaupt schon mal ein X-Item eingesetzt? Ich weiß es nicht. Ja, die sind für mich relativ sinnfrei, die Items. Aber gut. Route 10. Und hier liegt erstmal eine Beere. Eine Japa-Beere. Oh, nochmal neu. Exotisch wird es hier. Trainerline. Ah, heilen waren wir nicht. Wir gehen... Ja, wir schauen erstmal nach einem Encounter und dann geht's nochmal heilen, ja? Ich bin echt gespannt, was es auf Route 10 für ein Pokémon gibt. Oh, Snubbull und Granbull. Richtig nice. Ich hoffe mal, wir können das fangen, ja? Level 19 bereits. Ja, ruckzuck können wir, denke ich, machen, ohne zu killen, ne? Das ist okay, das ist wunderbar. Wunderbar. Können wir nochmal ruckzuck und dann überlebt das. Roter Bereich ist perfekt. Es geht also Granbull schon ein richtig geiles Pokémon. Ja, hatten wir auch im Pokémon Purpur DLC auf der Indigo-blauen Scheibe. Ein wunderbares Granbull hatten wir zum Teil, zumindest teilweise im Team. Und das können wir hier wiederholen, indem wir es einfangen. Und dann weiterentwickeln natürlich. Einmal, zweimal und dreimal hat es schon gewackelt und da klickt es und wir haben es eingefangen. Und dann wäre es jetzt wieder an der Zeit, einen Spitznamen zu verteilen. Mal schauen. Erstmal lesen wir uns den Pokédex einfach durch, der Ninja auf die 28. Er will Schleuder erlernen. Da wird das Item weggeschleudert. Ist ein Unlicht-Move. Anwender schleudert sein Item auf das Ziel. Kraft und Effekt der Attacke hängen vom Item ab. Ja, aber. Gut, er hat, glaube ich, nicht mal ein Item. Momentan zumindest. Aber ich denke, Heuler können wir alle mal vergessen, ne? Das ist, denke ich, ganz okay. Wunderbar, wir haben Snubbull. Herzlich willkommen im Team, Meister. Es ist von Natur aus verspielt. Es tollt mit vielen Frauen herum, da es ihnen zugeneigt ist. Ein Feen-Pokémon, das heißt, wenn wir es irgendwann mit Drachen-Pokémon zu tun bekommen, wäre das richtig nice. Ein richtiger Banger hier. Und den geben wir jetzt erstmal einen Spitznamen. Und das ist hier der Hunter. Eine Anspielung auf den Dragon Hunter hier. Wunderbar, wunderbar. Auf der Box 2 ist er gelandet. Da gehört er nun überhaupt nicht hin. Das korrigieren wir jetzt gleich mal. Wir müssen sowieso heilen gehen. Und dann gönnen wir uns mindestens noch einen Trainer auf der Route 10. Ich bin auf das Level gespannt. Wir befinden uns jetzt nach dem zweiten Orden. Ob es nochmal ein bisschen gestiegen ist, ich denke schon, könnte es schon durchaus sein. Doch erstmal bitten wir Schwester Joy, hier das Team wieder aufzupäppeln, fit zu machen, einsatzbereit und kampfbereit wiederherzustellen. Ja. Wunderbar. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich komme bald wieder, das denke ich auch. Und jetzt bewegen wir in der Box mal noch das Pokémon an den richtigen Fleck, das Snubbull. Denn das ist noch nicht gestorben. Es lebt noch und da haben wir noch 5 Pokémon auf Reserve. Das ist schon mal recht nice.
Also wir könnten durchaus fast das gesamte Team verlieren und würden dann nicht nackt dastehen. Aber das wäre ja nur der absolute Worst Case, ja. So viele Pokémon zu verlieren ist definitiv nicht das Ziel der Nuzlocke hier. Wir wollen natürlich Champ werden. So, ich steige mal wieder ab. Das lässt sich ein bisschen entspannter spielen für meine Begriffe. Und jetzt der Trainer der Route 10. Dies hier ist genau die richtige Stelle. Hier durchströmt mich jede Menge Energie, die meine Reserven wieder auflädt. So, jetzt bin ich topfit und kampfbereit. Ich bin auch kampfbereit, Meister. Was? Hast du Psycho Casey? Ja, es ist der erste Psycho-Trainer. Monozyto hat er hier. Okay. Wir sind normal Boden-Pokémon. Ich denke, was sehr Effektives hat er nicht gegen uns auf Lager. Wir haben Kampf. Weiß nicht. Ist ein Monozyto. Ist ein, müsste eigentlich, wenn es ein Psycho-Trainer ist, denke ich, ist es auch ein Psycho-Pokémon. Ja, das Kampf ist schon mal nicht optimal. Wir können mal Lehmschuss machen. Der trifft zumindest. Macht okayen Schaden, senkt die Init. Wir waren schon von vornherein schneller. Kraftreserve. Ist sehr effektiv. Alles. What? What? Warum ist die sehr effektiv? I don't understand you. Warum ist die sehr effektiv? Kraft, was ist die? Ist das nicht rein theoretisch ein Normal-Move, der sich dem jeweiligen Typen anpasst? Aber der ist doch nicht auf uns sehr effektiv, oder? Monozyto auf einem Normal-Boden-Pokémon. Wüsste ich jetzt nicht. Ist mir völlig fremd. Ja, aber er ist schon besiegt. Der Psycho-Hiney ist schon besiegt. Das war sein einziges Pokémon hier. Also alles safe. Schauen wir mal weiter. Hier können wir auf jeden Fall... es ist wieder so ein Rudelkampf hier. So ein Hordenkampf oder wie die heißen. Yanma. Yanma wäre auch ein sehr interessanter Encounter gewesen. Mit Temposchub vor allem. Lass uns bitte fliehen. Zum Glück sind die alle auf Level 10. Ja, wenn wir eine Attacke hätten, die alle Pokémon gleichzeitig trifft, wäre das sicherlich sehr nice. Aber haben wir, denke ich, nur sehr wenige davon. Wenn überhaupt. Haben wir überhaupt Moves, die alle treffen? Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. So, Stärkesteinchen hier reinschieben. Okay, wie kann man denn da... Muss ich den... Ah, es ist so ein Rätsel hier. Okay, ich habe mich schon gewundert. Wie sieht denn das hier aus? Alles klar. So, gut, das ist schon mal aktiviert. Kann ich jetzt schon rüber schieben? Hä? Warte mal, wir machen das so. Noch einmal. Ja, jetzt kommen wir hier safe rüber. Wieder eins nach oben. Dann wird man dich loben. Noch einmal hier rüber. Wieder hoch. Und dann fast nur geradeaus, ne? Dann noch einmal nach oben, oder? Der Stein ist jetzt im Weg. Ja, yeah, genau. Ja, so kleine Rätsel sind auch immer und immer wieder nett. Kann man sich, denke ich, überhaupt nicht beschweren. Nette Abwechslung auf jeden Fall. Sehr schön. Donnerwelle haben wir hier bekommen. Oh, wer weiß, vielleicht brauchen wir die noch. Ist auf jeden Fall immer nützlich, eine Paralyse. Beim Gegner zumindest, nicht bei mir selber. Ja, das war schon in diesem kleinen Feldchen hier. Mit ihm haben wir gekämpft. So, dann können wir hier den Weg weiter voranschreiten. Und da gibt es dann auch schon die nächste Trainerin. Die Isolde wartet da auf uns. Doch die bekämpfen wir im nächsten Part. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten den Kanal. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss.